Ja, liebe Leute, Mann, die Saison geht los oder was? Minusgrade haben wir draußen. Hier steht das erste Rad für heute. Die Aktion filme ich auch, von vorne bis hinten. Mich eine junge Frau angerufen und meinte, ja, die Bremse ist scheiße. Jetzt lassen wir kurz mal hier drin stehen im Warmen, denn wir haben ja Minusgrade. Bei Minusgraden friert ja gerne mal alles ein. Auch Wasser in der Bremsleitung, so blöd wie sich das anhört. Das ist auch beim Fahrrad nicht unbekannt. Kann passieren, dass sowas einfriert. Und dann läuft es halt beschissen. Aber jetzt steht schon eine Weile hier und läuft echt wie Schleppscheiße. Ich ziehe, Achtung, ich ziehe, lass gleich los. Jetzt lass ich los. Zack. Das muss gemacht werden. Das muss natürlich gemacht werden. Da muss ein neuer Zug rennen und die Schaltung läuft auch beschissen. So, gucke ich mir gleich unten im Keller an. Jetzt mache ich aber erstmal hier, ein Fixie wird verkauft jetzt auf eBay. Das Video habe ich gerade erstellt und Beschreibung gemacht, bla 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 bla. Haben wir alles gemacht und bei eBay das Angebot, da habe ich natürlich wieder vergessen, Fotos zu machen dazu. Kommt dann auch gleich rein. Nur klein, muss ich gleich Wetter machen. Also ich benötige jetzt auf alle Fälle Fotos von dem Fixie und dann gehe ich kurz in den Keller und repariere das Rad. Haben wir hier Licht an? Licht an. Hä? Licht an. Die Megalampe. Dahin. Hier, jetzt wieder los. Ab auf euren Platz. Fotos halt gemacht. Hintere Bremse ist für ein AA. Einmal neue Züge, bitte. Machen wir. Oben bereits gezeigt. Ich ziehe vorne und hinten passiert das. Nehme ich ja nicht mehr richtig. Der Bremsbelag ist auch nicht mehr vorhanden. Bremsbelag ist nicht mehr vorhanden. Ich hänge die Bremse aus hier oben. Das kann ich mit einer Hand. So. Bremsbelag, schaut euch das mal an, da ist doch nichts mehr. Hier oben ist ja Metall. Und das ist auch schon total kaputt gebremst hier. Beide Seiten. Puh. Liebe Leute, die Felge, die hat es bald hinter sich. Die Leute achten da nicht drauf, wann es soweit ist zu wechseln. So, ich schraube jetzt den Bremsplug ab. Ja. Ja. Ich muss dir was sagen, schnell. Ja. Du verkaufst doch auch schöne Sammelkasse und so. Ja. Geh mal in der Hofstraße die Tür auf. Halbe Treppe, schöne Tasse und Kanne. Geh mal gucken. Jetzt? Ja, nein, jetzt weg. Na, ich komm mit, ich will mal. Komm, du kommst durch. Einiger Notfall. Wenn die Oma ruft, muss der Tommy springen. So sieht das nun mal aus. Sie wollte uns das hier offerieren. Also für umsonst. Natürlich nicht offerieren, sondern eben anbieten. Hat sie gesehen, im Hausflur stand das, den sie da irgendwie betreut. Habe ich jetzt mal mitgenommen aus Höflichkeit, ne? Weil. Willst du sagen, nee, ist nicht, danke, tschüss. Das ist scheiße. Ja. Dann fängt das ja wieder gut an, sei. Mit viel. Viel Kram.
Leider nicht komplett. Leider nur 5. Und deswegen wahrscheinlich auch ausgesondert. Auch nur 5. Fünfmal Mitterteich Porzellanwarenfabrik. Bavaria. Naja, okay, weiter im Text. Wir waren stehen wie bei Bremse, Bremsbelag etc. Da ist nichts dran. Ich schraube den Bremsbelag ab. Zeige euch gleich. Was ist denn das jetzt? Also Schrauben hier. Eins, Mann, wie das aussieht. Ich meine, das sieht man noch. Dass da nichts mehr los ist, sieht man noch. Den merkt man auch. Ich will jetzt den zweiten. Moin. Hallo, Morgen. Ja. Meine Frage, ob du mir netterweise mal eine Luftpumpe ausleihst. Ich bin noch nicht verrückt. Neben dir steht eine. Ach, Gottchen. Das ist ja eine Liebe. Ich bin nämlich gerade losgefahren. Ich dachte, Scheiße, das ist platt. Ja, bei der Kälte noch platter als sonst. Ach so, weil die Luft sich... Ja, ja. Was passiert? Die zieht sich zusammen. Na, im Sommer oder? Hast du oft Platz in der Reifen. Ach so, genau. Ne, wenn man Luft viel sich, ach so, verstehe. Okay. Deswegen super. Merkt man das im Winter oft. Dankeschön. Ja, bitte. Die richtige Seite aufstecken und dann den gelben Hebel weg vom Ventil. Also weg von der. Dann muss die richtige Seite aufstecken und dann diesen gelben Hebel weg von der Felge drücken. Ja? Aha. Ja. Okay. Das schaffst du. Alles klar. Na ja. Ja, bitte. Achtung. Putzen wir erstmal hier. So, nicht nur die Bremsbeläge waren am Arsch, sondern eigentlich kam sehr wenig im Zug. Jetzt gucken wir, ob die Federn schuld sind. Und die sind es nicht. Die funktionieren einmal frei. Zumindest die Seite. Die auch. Also Zug raus. Schaffst du ja, wa? Ja. Geht ja weiter wie im letzten Jahr. Ich trenne das ab. Achtung. Fast getroffen. 3,5 Minimum. Ja, bitte. Den Gummi schmeiße ich weg, mache ich immer so. Weil ich diese Gummis nicht leiden kann. Die haben keine Funktion, außer eine schlechte. Die dichten nichts ab. Hier, sieht man ja, da ist Wasser drin. Kommt schon Wasser raus, da.
Hast du denn überhaupt gepumpt jetzt? Warte mal, ich kontrolliere das erstmal. Das ist ja wirklich, du hast ja nichts gemacht. Ja, guck mal. Ja. Ein neues Jahr. Ein neues Jahr. Oh, wunderbar, ein neues Jahr. Wo war ich stehen geblieben? Beim Zug. Ich ziehe raus. Neue Zughüllen. Die Länge ich mir jetzt ab, nehme die alten als Muster, bin gleich wieder da. Wo sind wir denn? Hier sind wir mit der Kamera. Also, alt und neu. Natürlich die Enden schön frei machen. Was ist das jetzt? So. Ich glaube, ich muss mir erstmal einarbeiten oder so. Dann fällt da irgendwie alles runter. Alt und neu. Brauchen wir natürlich einen neuen Zug, einen Innenzug, den hätte ich gleich mitbringen können. Ich bin so ein richtiger Trottel. Und die Endhülsen. Einmal die Quetschhülse und viermal diese Endkappen. Endkappen, nicht Endhülsen, Endkappen. Moment, ich weiß gar nicht mehr, wo was steht hier. Da ist eine Quetschhülse für die Zugende. Hammer. Check. Sozusagen. Dann brauchen wir noch Enthülsen. Was sind die hier? Bremszug, Hülle, Hüllenhülse, Hüllenenthülse. Wie auch immer man das genau bezeichnet, ich weiß es nicht. Check. Bremszug. Mit der Walzenibbel. Check. Jetzt bin ich schon 19 Minuten hier, hab noch nicht gemacht. Aus dem Tierservier geholt. Total geklappt. Thomas? Ja! Ich hab am 18. Probel ist da. 18.01. habe ich Ausbildung. Kannst du mitkommen? Nee, ich hab doch zu tun, siehst du. Ja, kannst du auch jeden Tag dein Eierladen. Nein, ich kann den ja, ich hab überhaupt keine Zeit für andere Sachen als meine Dinge. Geht ja auch nicht. Ich hab keine Zeit. Doch, für Rote Kreuz musst du Zeit haben. Nein, hab ich nicht jetzt. Verdammt! Ich habe doch dann keine Zeit. Dann hol ich dich ab. Nein, geht ja nicht. Ich bin ja nicht hier vielleicht. Vielleicht nicht hier, vielleicht dort. Ich weiß ja nicht, was ich zu tun habe, aber ich hab zu tun. Ich denke, du hast zu über Winter. Na ja, kannst du mal sehen. Hab ich wohl doch. Ich denke, er hat Ruhe. Ja, hat er nicht. Hat er einfach auf. Unglaublich. Frechheit. Frechheit, also wirklich. Also. Na, wie auch immer, ich habe den alten Zug rausgemacht. Ich hoffe, ihr wisst, wie man den alten Zug raus entfernt. Also, das habe ich euch jetzt nicht gefilmt. Ja. Ich will mal, ob ich den neuen reinstecke. Also reinstecke. Genau, so reinstecken. Das mache ich mal in der Position hier irgendwie.
Also ich ziehe hier mit der Hand den Hebel, hänge den Zug ein, führe ihn hier rüber, dadurch und lasse los. Hat man das gesehen? Ich hoffe ja. Wenn nicht, wiederholen tue ich es nicht. Bei der nächsten Reparatur, ja, wiederhole ich es natürlich, aber jetzt gerade nicht. Jo. Schwupps, drin ist der Zug. Jetzt wird der Zug durch die Zughüllen geführt. Durch die vorbereiteten Zughüllen. Vorbereitet insofern, dass ich jetzt mir eine Zughülle nehme, und zwar die lange. Die lange Zughülle, weil die kommt ans vordere Ende, am vorderen Teil. Und werde eine Hülse aufstecken bis zum Anschlag. Fantastisch. Dann nehme ich das andere Ende, gut, und werde dort ebenfalls eine Hülse aufstecken. So haben wir beide Enden mit Hülsen. Und da fummel ich jetzt den Zug drin. Wo positioniere ich denn bloß die Kamera? Das ist ja furchtbar. Die Kamera. Da. Hier haben wir die Kamera. Zughülle? Zug. Ich inseriere. Ich führe durch. Fantastisch. Oder? Jetzt wird eingehangen. Das Ende hierin. Mit einer Hand, Alter. Dann das hintere Zughüllchen. Das ist ja wirklich sehr kurz. Nehmen wir uns hier. Mit der gleichen Prozedur, also Hülse. Endhülse hier auf die Seite und Endhülse auf die Seite. Und jetzt einmal von hier gucken. Ist ja auch nahe noch dran hier drin damit. Zack, zack, zack. Bei GoPro sieht es immer alles so weit weg aus. Ist eigentlich alles ganz nah dran. Und ich versenke es hier dort. Wow. Mindestens 70 cm. 90. Jetzt nehme ich diesen wunderschönen Bogen. Nicht mit Hülse. Und einen kleinen Fehler entdeckt. Also, diese Bögen gibt es manchmal mit der Aufnahme etwas größer und dann passt diese Endhülse da rein. Der hat eine kleine Aufnahme, habe ich nicht drauf geachtet, also Endhülse wieder ab. Diese kleine Aufnahme ersetzt diese Endhülse. Bitte beachten. Nicht einfach so einbauen jetzt, weil das funktioniert nicht gut. Also jetzt, wie gesagt, hier Bogen rein. Der sitzt denn wie eine Endhülse hier drauf. Ja, entschuldigt, dass ich das so erkläre, aber eventuell gibt es Leute, die nicht ganz genau wissen und das sich tatsächlich als Tutorial angucken. So was soll es ja geben bei YouTube.
Jo, jetzt haben wir noch gar keine Bremsbeläge hier drin. Da müssen natürlich Bremsbeläge ran. Wir brauchen neue, aber günstige. Ich nehme jetzt mal nicht die teuren. Ich habe nämlich auch schon eine Telefonnummer von der guten Frau. Und ich habe exakt noch zwei Stück. Es ist unglaublich. Oder habe ich mehr? Ich habe echt nur noch zwei Stück. Ich habe zwei Stück da, um Gottes Himmels Willen. Ich habe nur zwei Stück da. Die kann beinahe nicht machen können. Das sind die neuen Bremsbeläge. Schaut euch die mal an. Legt mal die alten oben drüber. Kann ich gar nicht oben drüber legen. Naja. Machen wir so. Das sind die alten Bremsbeläge. Und das sind die neuen Bremsbeläge. Den Unterschied sieht man deutlich, denke ich. Ich achte jetzt natürlich darauf, wie die alten angebracht waren. Hier der dicke Spacer in, der dünne Spacer außen. Bitte auch beachten. Also ist es hier schon richtig rum. Dicker in, dünner außen. Schraube ich auf. Trenne das. Das kommt nach innen, die beiden Teile. Und die drei Teile kommen nach außen. Bitte beachten. Müsst ihr jetzt nicht mehr zugucken wahrscheinlich, oder? Mit. Ja, ist doch völlig Wurst. Ich meine, ihr kriegt jetzt was wohl nicht hier. Kann ich euch drapieren, da könnt ihr ein bisschen gucken. Gucken, ob ihr gucken könnt. Gucken, ob keiner guckt. So. Zack. Drei Teile außen. Und Nummer 4 ist die Mutter. Wenn man die Feder aushängt, so wie hier, geht das natürlich besser. Man muss nicht gegen den Druck der Feder arbeiten, sondern kann einfach so arbeiten. Das ist jetzt nur vorgezogen, noch nicht fertig. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite habe ich es jetzt richtig festgemacht. Jetzt hängt man die Feder wieder ein und testet, wie es sich anfühlt. Also ich habe das im Gefühl tatsächlich, so blöd wie sich das anhört. Aber wenn man das dann ein paar Mal macht, hat man das eigentlich im Gefühl und weiß, wann es wirklich gut ist, eingestellt ist.
Manchmal korrigiert man dann noch nach, weil beim Festziehen sich das immer noch mal verzieht. Und die Felge ist ja hier krumm und schief, die fühlt sich ja schon an. Also krumm und schief, die ist nach außen gebogen. Die macht nicht mehr lange, das muss ich der Kundin halt auch sagen, ist die Felge demnächst kaputt, ist sie benötigt ein neues Hinterrad. Die Leute fahren halt viel zu lange, also ich weiß nicht, was damit los ist. Entweder ist das Aluminium scheiße, ich kann mir das ja nicht vorstellen. Früher gab es doch sowas fast nicht. Kaum. Dass Felgen so aussahen. Die waren noch nie so runtergebremst wie heutzutage. Ein reiner Verschleißartikel. Naja, wie auch immer. So, erstmal festziehen, richtig. Ja, 100% gefällt mir das noch nicht. Aber es ist schon okay. Jetzt kürze ich den Zug hier auf die Länge. Allerdings ist die Länge mein persönliches Hobby. Weil es einfach mal genauso lang ist wie die Bremse. Und man auch genug Fleisch hat zum Nachziehen sozusagen. Wenn da mal irgendwas ist, kann man hier mit einer ganzen Hand angreifen. Meine Hand, meine Faust sozusagen, ist ja in etwa so groß, so lang wie die Bremse. Und deswegen brauche ich eben den Platz. Ich kann nicht hier so einen Stummel nur lassen. Finde das so gut. Quetschhülse rauf und zuquetschen und fertig ist der Lack. Jetzt schauen wir uns kurz nochmal die Schaltung an, was da los war. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr gut findet, ob die Reparaturvideos, ich mache ich ja meist immer geschnitten, aber ob die auch mal ungeschnitten sein sollen. Damit man auch mal sieht, eigentlich finde ich ungeschnitten nicht schlecht. Dann sieht man nämlich, mal, wie lange sowas tatsächlich dauert. Ja. Gut, ich mache nebenbei noch ein Video. Aber das nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch. Also ab und zu mal klar, was kommentieren,
Wenn man leise hintereinander wegarbeitet, ist man ein bisschen schneller. Aber das ist minimal. Schaltung funktioniert nicht richtig, meinte sie beim Runterschalten. Das ist wunderbar, kann ich auch viel entdecken. Habe einmal kurz nachgestellt hinten, das ist natürlich im Preis mit drin. Also einmal kurz an der Schraube drehen, neben anderen natürlich auch 5 bis 10 Euro. Bei mir halt nicht, wenn man einmal hier kurz dran dreht und dann funktioniert es, springt der Gang ein bisschen besser hin. Was soll ich denn dafür nehmen? Also wirklich, das ist ja Quatsch, das machen wir nicht. Allerdings der Bremsbelag ist ja auch dazu gekommen, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber ich glaube, das wird sie akzeptieren, wenn sie den sieht. Deswegen hebt man den mal lieber immer besser auf, sowas. Ne? Weil ich meine, wenn es so aussieht und die gute Felge, die ist auch hin, das ist schon sehr ärgerlich. Das ist alles Müll. Das ist viel ärgerlicher, als dass die Felge nicht mehr lange macht. Ja, das war's für heute, für jetzt, für hier, für die Reparatur am heutigen Tag. Vielleicht kommt ja noch einer. Mal schauen. Reparatur Nummer 2 auf alle Fälle in diesem Jahr habe ich auch mal gefilmt, weil eben die einzige ist heute wahrscheinlich. Ich stelle das mal gleich hoch und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao. Ach ja, liebe Leute, nicht vergessen, wir haben natürlich eine wunderschöne Offerte heute wieder an euch. Aus dem Fahrradsalon gibt es heute ein Kaffeeservi. Das könnt ihr dann mitnehmen auf eurer Fahrradtour. Und könnt dann wunderbar mit eurer Freundin und den Freunden, allerdings dürfen es dann eben nur 3 Freunde sein, 3 wirklich gute Freunde, mit denen könnt ihr dann Kaffee trinken. Es ist extra gefertigt, nur für Fahrräder, deswegen bunt, ist natürlich auch Quatsch, hat ein Speichenmuster, auch das ist Quatsch. Aber es sieht ein bisschen so aus, man kann alles auf Fahrrad beziehen, ne? Also irgendwie, wie gesagt, ich meine, was soll ich damit, gute Frau. Hat nicht gemeint, ich handel ja mit sowas, meinte sie. Aber im Grunde genommen hier im Laden sammelt sich das nur an. Das ist halt Trödel. Ich biete jetzt an bei eBay ab 1 Euro auf Fahrradsalon. Minus Berlin. Genau, so ist die Adresse. Adresse sage ich schon. Also der eBay-Name. Fahrradsalon minus Berlin. Viel Erfolg beim Bieten. Ich hoffe, es bringt 1000 Euro. Dann hat sich der Tag heute gelohnt. Ja, ich guck mal, ob ich das gut verpacken und dann kriegt er das natürlich geliefert. Wunderbar, aber bevor sich das hier bei mir wieder ansammelt, ich werde bestimmt hier nicht feinen Kaffee kredenzen und so und das neue Jahr gleich mit so was anzufangen, dass ich hier Porzellan stehen habe. Da bin ich ja froh, dass ich das immer alles schnell loswerde. Und ja, ich drücke sowas ja immer relativ schnell weg. Also. Ja, bitte? Was darf sein? Ich wollte noch fragen, ich habe vor ein paar Monaten bei einem anderen Radladen da neue Ritzel drauf. Ja. Und das kracht schon wieder durch. Ja. Kann es jetzt sein, dass so neue Ritzel drauf müssen oder was? Also ich hätte gerne eine Prognose, was eine Reparatur. Dann komm mal runter. Dann gucken wir uns das kurz mal an, oben noch. Fällig wäre oder wie? Machen wir mal. Neue Ritzel drauf. Haben die nur die eine Seite gewechselt oder was? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber hier ist ja nun schwarz und da ist ja Silber. Also das passt ja definitiv nicht zusammen. Oder hast du zwischendurch schon mal die eine Seite getauscht? Nee, ich habe nichts gemacht. Vorne oder hinten haben sie neu gemacht? Wie ist da? Nee, ich weiß es alles nicht. Ich hatte das bei denen gebraucht gekauft und dann bin ich ein paar Wochen später hin und meinte hier immer, die Ritze so runter, meinte er, ja stimmt, tut ihm leid, hat er nicht gesehen, er macht mir jetzt einen Sonderpreis und so. Ja. Und hat für die Reparatur einen Sonderpreis.
Na, dafür, dass er da neue Ritzel drauf macht im Prinzip, genau. Aber wenn das jetzt schon wieder durchgekracht ist, das... Tja, gucken wir doch mal. Gucken wir mal, was wir lassen. Du weißt jetzt eben nicht genau, was er gemacht hat. Ja, das stimmt. Das sind ja einmal ist das Schwarze und einmal ist das Silberne. Ich habe mir das nie... Nee, ich habe mir das also überhaupt nicht... Also die Blätter hier meine ich nicht, sondern ich meine die Tretkugel tatsächlich. Ach, die Blätter... Das stimmt, das mir die Tretkugel ist ja eine andere Tretkugel ja, als auf der Seite. Ja. Also die Blätter, die sind... Das ist halt so, die, das untere, das obere machen sie manchmal aus Aluminium oder das so, da machen sie aus optischen Gründen schwarz, aber auch immer. Okay. Aber das ist mir auch nicht aufgefallen gewesen, das ist mir. Naja, Kette ist durch, auf alle Fälle. Hart an der Verschleißgrenze. Mhm. Was hast du bezahlt dafür? Muss man auch mal so fragen. Für das Rad habe ich 300 bezahlt. Und wie lange bist du jetzt hier gefahren? Ich habe das, ich glaube, im August gekauft und dann ist mir im September oder so dann die Ritze nochmal da verändert. Ja, da hinten hat er neue drauf gemacht. Hinten hat er auch neue gemacht. Ich glaube nicht, dass die Kette neu ist. Es kracht. Ja, es reißt dann manchmal so richtig stich im Nichts. Und egal, also, und das liegt nicht an der Schaltung? Nee, ich schalte dann ein paar Mal, dann bin ich wieder drin. Aber es ist, wenn ich über eine Lücke fahre oder so. Also die Kette ist dann nicht komplett runter, sondern es dreht durch. Und dann schalte ich ein bisschen hin und her und dann geht es wieder rauf. Aber wenn ich über einen Hubbel fahre oder so, in der, im Bordstein oder was? Also springt die Kette runter? Oder was ist das Problem? Ja, genau? Springt irgendwie, aber und es dreht durch. Also wenn ich trete, macht es einfach zack, hängt nicht drin. Aber die Kette ist, ich muss die nicht wieder einfädeln mit dem Finger oder so. Ich schalte ein paar Mal und dann geht es erst im Leerlauf durch und irgendwann fädelt sich es ein und greift wieder. Ja, wo rutscht die denn hin? Ich weiß es nicht, aber die ist, wie wenn ich dann durchtrete, sie ist auf jeden Fall nicht mehr drauf. Es hat keine Haftung. Es ist wirklich wie wenn die Kette unten ist. Aber sie kann nicht ganz unten sein, weil es sich dann irgendwie langsam wieder einkriegt. Aber erstmal drehst also du durch. Das ist es aber, und jetzt gerade jetzt, wo es kalt ist, und so fühlt sich das so an. So fühlt sich das dann an, ja. Ehrlich gesagt, ist der Hinterrad. Das ist jetzt dann nicht, also davon abgesehen, laut dieser Verschleißlehre, die Kette ist durch. Mhm. Ja. Aber dann müsst ihr das knacken immer nur. Einmal knacken und dann wieder greifen, nee, knacken nee, und nee, greifen. Nee, das ist richtig weg. Und wenn dann nichts ist auf einmal, dann ist es der Freilaufkörper an diesem Hinterrad. Und das würde bedeuten, du müsstest das Hinterrad tauschen. Ach. Also das ist nicht, das ist innen drin in diesem Hinterrad, ist halt, sind kleine, in diesem Freilaufkörper sind so Sperrklinken, die müssen halt aufgehen in die eine Richtung, klar. Ja, und einrasten in die andere Richtung. Also sie müssen ja in eine Richtung freigeben und in eine Richtung blockieren quasi, damit sie mitnehmen, damit sie den Vortrieb lassen. Das machen sie manchmal bei Kälte, vor allem nicht, wenn das Fett verhärtet sich ja bei Kälte. Und bei, also wenn du mit dem Haarföhn rangehen würdest, wird das wahrscheinlich wieder weich werden, aber sobald du jetzt rausgehst, dann ist das wieder. Das Problem ist, das ist ein Billighinterrad. Also das ist ein günstiges, gruppenlos. Das ist nicht so dolle. Und da hält es eben wirklich heutzutage halten die Dinger. Wenn sie neu sind, zweieinhalb, drei Jahre, die Hinterräder. Und dann hast du dieses Problem. Außer du fliegst und wartest, ist gut, aber das ist halt bei Berliner Rädern. Also du kannst es auch nicht reparieren da drin, weil du kommst nicht ran. Es ist gekapselt. Also bräuchtest du ein neues Hinterrad. Beziehungsweise einen Freilaufkörper für dieses Hinterrad. Aber wobei ich denke, dass diese Aktion, das alles umzuschrauben, der Freilaufkörper selber vielleicht 14, 15 Euro, weiß ich nicht, genau. Was die kosten im Einzelnen, aber die Aktion nicht alles umzuschrauben, kostet dich in Summe genauso viel wie ein neues Hinterrad. Genau in der Qualität, weißt du? Mhm. Also das ist das. Und ein neues Hinterrad sind auch 100 Euro. Das ist auch wieder, das ist 100 Euro sind eine gute Qualität für ein neues Hinterrad. Ja. Du bist bei... Mit reinbauen lassen. Mit Montage, mit einem neuen Hinterrad in der Qualität hier bist du bei... 60, 65 Euro. Okay. Ja, bei einer Stufe besser bist du bei 85 Euro. Und bei einer guten Qualität, also noch mal ein bisschen, also das macht dann nur auch nicht mehr aus. Also ich sag mal 85 Euro ungefähr für ein gutes Hinterrad, 65 für diese einfache Geschichte. Ich habe mir schon überlegt, ich habe ja auch schon vorne die Platten, also die ist jetzt auch schon.
ob ich mal unplattbare Reifen drauf mache. Ja, die kostet auch Geld. Das sind 40 Euro fast im Schiff. Stimmt, ne? Ja. 39,90 oder so. Also 39 Euro für Profi. Okay. Ich würde es jetzt mal so machen, ich würde, weil ich wollte jetzt mal zu jemand anders gehen, weil hier ständig was an dem Rad ist und fragen. Also nicht, weil du so beschreibst, dass du wirklich diesen Leerlauf hast und dass es dann auf einmal wieder greift, das ist eigentlich dieser Freilaufkörper. Okay. 100%. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, kannst du bei YouTube gerne gucken. Okay. Ich meine, ich spreche ihn jetzt dann nochmal drauf an, vielleicht macht er mir gelanderweise, weil ich es gerade bei ihm gekauft habe, dass er sagt, okay, ist doof gelaufen, dass es jetzt schon. Also wie gesagt, ich denke, das wird dich 60 Euro kosten, wenn das komplett getauscht wird. Kann sein, dass er ein anderes hat, was da gebraucht drin hängt oder so, aber da ist halt immer die Frage. Früher haben die Sachen wesentlich länger gehalten tatsächlich. Ja. Also ich kann mich nicht entsinnen, jemals in den 90er Jahren irgendwann mit viel Mountainbike gefahren und so. Aber dass ich so noch Probleme hatte wie heutzutage nach 2-3 Jahren ich hab die ja selber hier im Laden hoch, ich verkauf die hoch und billig, weil die Leute, die können halt nicht bezahlen, also einfach die teure Sachen. Verkaufst du die Dinger und sag aber den Leuten immer gleich über 2,5-3 Jahre. Deine Schicht. Naja, soll ja auch nur noch ein Jahr halten. Ist meiste Ausrede bei den meisten, dann fahren sie aber trotzdem 5 Jahre oder so. Damit fährt es ja auch sehr gut. Ja, aber das wird der Punkt, glaube ich. Oder deswegen investieren die Leute. Ich hole jetzt eins für 300, weil ich habe keine. Ja, da bist du ja schon gut. Die meisten sagen, aber kommen zu mir und sagen, wir wollen für 50, 60, 70 Euro ein Fahrrad haben. Ja. Weil ich will halt eigentlich vernünftig fahren, weil ich fahre gern, aber dann ist jetzt wieder ständig irgendwas damit. Das nervt halt auch. Also hier habe ich jetzt irgendwas gedreht, jetzt habe ich noch wieder den Achter drin. Wahrscheinlich haben sie einfach nicht richtig geflickt oder was? Nee, du hast einen Einbaufehler gemacht, denn das am Ventil. Ja. Am Ventil kommt es raus. Du musst halt natürlich erstmal Luft raus. So. Wenn du jetzt aufpumpst, hast du den nicht mehr. Ja, also man muss das richtig reinstecken. Der Schlauch muss natürlich unterm. Also im Mantel drin sitzen und nicht unterm Mantel. Wenn er unterm Mantel sitzt und aufpumpst, dann drückt er den Mantel heraus. Ja, also du hast quasi diesen. Okay. Der Schlauch klemmt dir hier drunter. Okay. Und wenn er noch pumpst, dann drückt er den ja hoch. Dann hast du da diese Wulst. Oh, das hast du jetzt nicht. Danke dir. Aber ich meine, wenn der jetzt kaputt ist, weil du sagtest, der hat Luft verloren. Na, ich habe ihn geflickt jetzt. Aber der hat jetzt Luft verloren, meintest du schon. Ich hoffe es nicht. Ich habe ihn jetzt gestern Abend geflickt. Ja, normalerweise, wir tauschen die aber gleich, damit ihnen sowas nicht passieren kann, dass hier zweimal da steht, obwohl trotzdem passieren kann. Das hast du nicht rausgenommen. Ja, oder ist das schon wieder ein. Oder ein Steinchen oder was auch immer. Ja, so doll wie das jetzt hier zischt. Also naja, jetzt ist Druck drauf, war richtig. Lass, die Flasche. Oh, das gute Bier! Das zischt ja richtig doll. Ja. Ach, das ist ein Nerv. Aber ich sag mal, platte Reifen wirst du immer haben. Immer. Du wirst natürlich mit dem Marathon Plus, den habe ich bei meinen Mieträdern drauf, da bin ich total glücklich, dass ich die da drauf habe. Da hast du das Problem nicht so oft. Ansonsten würde ich mit den Mieträdern, weil die Leute ja nur unterwegs sind, wo Party ist, klar, sind ja Touris oder so, die wollen irgendwas erleben, da hätte ich jeden Tag zu flicken. Da habe ich keinen Bock drauf. Ist eine einmalige Investition, aber du solltest das vielleicht vorher erstmal abklären. Mit dem Rad überhaupt, ne? Weil ansonsten, Trek war mal eine gute Firma, aus der Zeit ist es nichts mehr. Darf man sich auch nicht blenden lassen vom Namen, das machen ja viele. Das ist halt Taiwan und Trek war USA eigentlich. Die bauen auch gute Räder, immer noch, ja. Aber die sind dann eine ganz andere Preisgruppe, ganz andere Liga. Das ist jetzt hier Masse. Und wenn hier alles kaputt ist oder so. Na, zu viel. Wenn alles funktioniert hätte, wären 300 Euro ein Ladenpreis halt gewesen. Also das ist halt so, wa?
Aber da muss es auch wirklich funktionieren, irgendwie für so ein Rad, weil das ist nicht besonders attraktiv irgendwie oder hat jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe eins verkauft für 350, aber das war eine ältere noch. Das war auch noch mit den USA. Schön, also nee, mit hydraulischen Bremsen auch. Ich gehe nochmal hin und spreche mit dem, weil ich finde es auch, es ist irgendwie nicht so richtig geil, wenn man hat, kaufst du 300 und sich ständig was so. Ja, nun ist es auch schon ein Jahr her. Das ist dann auch immer so eine Sache. Du bist jetzt auch ein Jahr gefahren. Ein halbes, sechs, sieben Monate. Ja, oder ja. Ja. Das ist natürlich bei Verschleißsachen immer so ein Ding, aber wenn du sagst, das war von vornherein schon, und das würde ich vielleicht mal ansprechen, warum sind da zwei verschiedene Kurbeln? Was hat er getauscht? Hat er nur hinten getauscht? Vermutlich, weil das ist ja, das wird hier die alte, der wird hinten den Kranz getauscht haben. Ja, das hat er, oh, gut gemacht, der ist alles in Ordnung, der ist ja fest, der ist drauf. Aber der Freilauf, hier der, also man merkt das so ein bisschen, dass die Klinken, die gehen zwar auf und zu, jetzt gerade. Jetzt sitzt er in Benutzung gewesen und manchmal tritt er als frei. Mhm. Und das ist ein typisches Zeichen dafür, dass hinten das Hinterrad eigentlich der Freilauf kaputt ist. Also nicht kaputt, sondern verharzt. Also wenn ich jetzt mit dir hierher kommen würde, ich gehe jetzt nochmal zu ihm und spreche dann nächste Woche. Ja, auf alle Fälle, mach das. Aber ja, jetzt ist es echt auch schon platt wieder. Na, das war jetzt wahrscheinlich auch durch die Luft raus. Ja, ja, wenn man dann die Luft rauslässt. Weil ich den dann, Stein rausgenommen habe. Ja, und das dann wahrscheinlich, hättest du nochmal hindrücken müssen. Ja, genau. Ist ja wie beim Autoreifen, soll man die Schrauben auch mal drin lassen. Wenn ich zu dir kommen würde, würdest du gar nicht wissen, ob du mir jetzt empfiehlst, das jetzt rundum zu reparieren. Ob es überhaupt wert ist. Oder? Das musst du für dich entscheiden. Ich bin keiner, der jemanden überredet, irgendwie ein Rad hier zu reparieren oder woanders oder was auch immer oder überhaupt zu reparieren. Das muss derjenige immer selbst entscheiden. Ja. Also der Rahmen ist mit Sicherheit auch stabil, ja, das ist ordentlich fette Schweißnähte, wird schon halten, aber im Grunde genommen, du weißt ja, wo es knarzt, wo es nicht so ganz funktioniert und Rundumerneuerung kostet auch dich mindestens 300, ne? Also da fängst du ja an bis mit Decken, da musst du ja nur zusammenrechnen, 80 Euro nur Material, die Decken, ein neuer Schlauch kommt ohne dazu, die Arbeit, ja, da bist du ja locker bei 100. 20, sagen wir mal, für die zwei Decken nur zu tauschen, ungefähr, ne? Das sind ja nur die zwei Bereifungen, ja, ja. Und dann hast du das Hinterrad dann nicht bei. Da kommst du locker, du kommst bestimmt auf 300, wenn du rot sagst, Rundumerneuerung, also sprich, auch mal die Bremsbeläge vielleicht mal angucken oder so weit. Ja? Obwohl hier eigentlich die Linien ja noch vorne sind relativ. Ja, die habe ich zwischendrin mal gemacht. Zug hier, so was rostige Züge, so was müsste eigentlich mal, die sind schon jahrelang nicht mehr getauscht worden, so eine Sachen, damit es einmal frei schaltet oder so eine Sachen. So was ist ja bei Erneuerungen, also kommt ja so oder so, Ende diesen Jahres oder Ende nächsten Jahres kommt ja so Reparaturen immer auf dich zu, so Kleinigkeiten. Ja, das ist mit dem Freilauf, das ist halt auch einfach gefährlich jetzt manchmal. Das ist gefährlich, ja, ja, auf alle Fälle. Also ich find, bin überhaupt kein Freund davon, stehst du vielleicht gerade an irgendeinem Hügel oder stehst du an einer Ampel, willst losfahren oder so, krachst dir mal durch, fällst auf die Fresse, auf die Straße rauf. Ja, das ist wirklich gefährlich. Ja, das habe ich auch gemerkt, so, das geht nicht. Also. Ja. Okay, ich überlege mir das. Überlegst du, aber das ist so, ist es also natürlich nicht sicher fahrbar. Ich bin aber auch allerdings kein Freund von immer, naja, ich guck mir neu, ich schmeiß das weg. Das finde ich auch scheiße. Ich finde das schon gut, alte Räder, auch wenn es jetzt kein richtig altes ist, zu bewahren und am Leben zu erhalten, musst du für dich entscheiden, ob es wirtschaftlich ist. Und ein Neurad ist es dann immer auch eben, weil es wird dann wieder geklaut. Ja, ein Neurad nicht für den Preis. Nee, und auch nicht für den doppelten Preis. Genau, ein Neurad musst du für den vierfachen Preis kaufen. Genau, weil das hatte ich mir überlegt. Wenn ich ein neues kaufe, da habe ich nichts von. Ab 1000, 1200, 1500. Hier ist noch irgendwie der Lenker, ist dann irgendwie. Naja, das ist warte mal. Was ist das? Ja, das ist die typische Macke von dem Vorbau hier. Auch ein Hasselement. Für mich, diese geteilten Vorbauten, wo man die Neigung einstellen kann, die haben immer das Problem. Immer. Kannst du erzählen, was du willst. Manche sagen, nein, das ist ein anderes Modell oder so. Nein, das hat immer das Problem. Gerade bei mir, ich merke das ja, ich bin ja ein fetter Klumpen. Wenn ich auf so einem Ding sitze und fährst eine Weile, merkst du, wie das anfängt zu wackeln. Das muss man hier nachziehen, irgendwann jetzt aber nicht mehr nachzuziehen. Ich habe so weit, ich komme. Ach, hier, okay. Das ist total locker. Okay. Ich habe die seitlichen habe ich gestern festgezogen. Ja, das ist auch wichtig. Auch mal, hat sich auch schon mal was getan gehabt. Aber das ist auch wichtig. Aber hier, die schlagen aus. Man merkt ja schon, das ist butterweich. Das hat überhaupt keinen Anschlag mehr. Wahrscheinlich könnte ich jetzt drehen bis
Also du wirst jetzt merken, dass es besser ist schon, aber das hält nicht lange. Cool, okay. Das hält nicht lange, okay, nix. Ich würde dir zumindest mal einen Fünfer geben hier für... Wie du willst. Ja. Dank dir. Danke auch. Du musst auf alle Fälle noch erklären, ab für Licht. Ja. Ja, weißt du, Licht funktioniert auch nicht. Es ist... Naja, ist ja kein Also dran. Genau, es war dran. Dann hat es war ein Scheißteil einfach, ne? Also wenn es dran war, habe ich gedacht, mach einen Reifen mit Kapuze und das hier rumgerollt hat. Naja, wenn du drüber nachdenkst, Rundumerneuerung, dann gleich Nabendynamo. Ja. Also wenn du wirklich investierst. Bei so einem Rad, meine Geschichte, was ich mache, ich bin immer zu teuer bei sowas für mich, für meine Aufbauten, die hier drinstehen. Aber eigentlich sagen die Leute auch mal, warum machst du nicht zu teuer auf? Kannst nicht anders, funktioniert leider nicht. Weil, du behältst von dem Teil hier, behältst du eigentlich den Rahmen, Gabel natürlich, Steuersatz, wenn er in Ordnung ist, Steuersatz ist das hier vorne, den Vorbau wegschmeißen, den Lenker behältst du, Sattelstütze für Sattel behältst du, das Tretlager, wenn es in Ordnung ist, Tretlager ist nur der Teil hier von links nach rechts, ja, nicht. Der Rest kommt weg und dann fängst du an, das neu aufzubauen. So. Würde sich bei dem für mich in meinen Augen nicht lohnen, ja, weil einfach keine, da steckt keine Qualität. Ich würde nicht so hart sagen, aber das ist eben nicht. Für mich ist es immer so, es müsste ein älteres Mountainbike sein, wo du wirklich auch sagst, da investierst du in was, was dann werthaltig ist oder so. Ja, aber bei dem ist es einfach nur, du hast dann am Ende ein geiles Rad. Auch bei dem, ich habe auch schon mal ein Karstadtrad aufgebaut für 1500 Euro ein Teil, wenn die steckt. Also ein Karstadtrad, was irgendwann in den 90er gekauft hat für 600 Mark oder so. Und jetzt sah richtig geil aus. XT-Ausstattung komplett, das war richtig top an den Unterher. Aber das Ding ist halt, wie du sagst, wenn man Neues kauft, dann hat man auch von 300 oder 500 Grad nichts. Ab 1000, 1200. Ja. Zum Jahresende 1000. Also Saisonanfang kosten die 1500. Das ist ja auch die Intuitive. Warum sollten die ein halbes Jahr später 500 Euro billiger sein? Sind die Teile schlecht geworden oder was? Also jetzt würde man noch gerade eins für 1000 kriegen. Jetzt kriegst du noch eins, das ist ja Nebensaison. Jetzt kriegst du bei den großen Riesenmärkten für 1000 Euro. Bei mir sind es halt das ganze Jahr über leicht die Preise, aber ich habe keine Neuräder. Also gesehen. Ja. Bloß bei den großen Märkten, wie Stahler oder so, kriegst du natürlich jetzt in der Saison, kriegst du eins, was im letzten Jahr, weil die Farbe vielleicht grau ist und im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, ist die Farbe grün. Ja. Dann kriegst du für teilweise 500 Euro weniger oder so. Total bescheuert. Das ist ja gleich eine Ausstattung. Eine gute Ausstattungsgeschichte. Also wenn du da investierst, aber bedenke, zapp, zapp. Du hast hier immer den Diebstahl. Ja, das ist halt echt nicht halt nervig. Aber die andere Variante ist dann Versicherung abschließen. Fahrradversicherung, Diebstahlversicherung abschließen. Das geht nicht immer. Also das klappt ja auch nicht bis ins Unendliche. In Berlin hast du das bei zwei Rädern vielleicht und dann sagen bist sie du nee. Raus. Aha. Also bei mir versichert keiner mehr ein Fahrrad. Ein Rad mehr. Also, das ist schon seit den 90er Jahren. In den 90er Jahren war das auch schon mal sehr schlimm in Berlin. Anfang der 90er war das und da haben sie mir haben 6 Räder geklaut und die ersten 3 waren noch versichert tatsächlich. Und dann haben sie mich zur Polizei so eingeladen. Hat die Versicherung sich gewünscht, dass ich zur Polizei vorgeladen werde zur Vernehmung. Ach, das kann man in Berlin auch nicht mehr kriegen, oder? Weil hier verschwinden die Räder ja echt super schnell. Also das ist jetzt auch schon das dritte, das ich habe in Berlin in 6 Jahren. Naja, und selbst, das ist ja auch die Frage, selbst wenn du so was aufbaust und das sieht dann eben ordentlich aus, dann verschwindet auch sowas, oder beziehungsweise verschwindet auch, wenn es so aussieht. Ja, ja, ja. Also ich klauen ja alle, vom 20-Euro-Rad bis hin zum Luxus. Ja, das ist echt nervig. Da muss man einfach mutig sein. 2 Schlösser, ich habe einen Kunden gehabt, der hat sich bei mir ein Neurad geholt, hier so eins auf Bestellung, mache ich die eben nur. Dann hat er gesagt, im Katalog, das will haben. Dann hat die mit bestellt, aufgebaut, hingestellt. Am nächsten Tag kam er an, der hat ja noch gern ein zweites Schloss dafür. Ich sage, wo ist denn dein Fahrrad? Ist denn schon weg, oder Arbeit? Statt damit so noch ein Foto vor mir und so. Und dann hat er, nee, das ist das Rad. Ich sag, wie ist das denn? Ja, ich hab die umgeschneidet. Ach so, Mann, ja, das ist beruflich. Und dann hat er das so komplett trashig gemacht. Aber so richtig müllig. Ich hab's nicht urscheiß, nicht wiedererkannt. Okay. Und dann hat er sich noch ein zweites Schloss, 2 Schlösser für 40 Euro jeweils. Also, okay. Schlösser und 2 Schlösser. Und diese müllige Fahrrad war so hässlich aus der Rad, ein Tag alt war. Ich fand die Tut, die Idee wirklich. Ja. So ein bisschen überpinselt, mit so einem komischen Rost. Lack und Effektzeug, der macht es auch beruflich.
Jetzt sah wirklich professionell aus, als würde es schon 30 Jahre in der Gosse liegen. Das Ding wurde aus dem Kanal geschwunden. Okay. Und der Klebeband hier, Aufkleberchen da und wieder abgerissen. Also so richtig schön Mülltüte über dem Sattel. So ganz ja, das habe ich auch schon ein bisschen heil gemacht. Eine Mülltüte über dem Sattel, dachte ich, kommt schon mal gut. Völlig absurd, ja. Aber sah gut aus. Okay, jetzt kann ich wieder nach Hause schieben. Ja, tut mir leid. Aber es bringt wahrscheinlich auch nichts, wenn ich jetzt nochmal aufpumpe, weil... Nee, jetzt ist es. Das ist aber jetzt sowas von platt. Jetzt ist es die Lucht. Okay. Muss hoffentlich nicht so weit. Ja, geht so. Okay. Ich danke dir, ja. Jo. Na, überlegst dir. Ja. Wenn was ist, rufst du an. Ich bin ja nicht die ganze Zeit hier, jetzt ist eigentlich Winterpause. Ja. Hast du Glück gehabt, dass ich da hier war, aber. Ja, wenn was ist, dann müssen wir telefonieren. Fahrradsalon, klar, hier, da ist ja. Fahrradsalon. Kannst du auf YouTube. Alles klar. Kannst kurz hier ein Video angucken, Antrieb tauschen. Muss man ja sagen, wenn man einmal da ist, ist man da anscheinend. Ne? Also da die Leute kommen. So ein Lobby. So, jetzt mach ich mal aus und zu. Aus, habe ich gesagt. Mensch, aus und zu. Ist ja ein Lobby, kann man fast als Stream hoch sagen. Das mache ich jetzt auch. Ich lade einfach so hoch, wie es ist. Teil 1 und Teil 2 oder so. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ganz einfach. So wie das. Also, dann bis gleich. Mein Tag heute. So, jetzt ist der Tag schon fast wieder um, wa? Oder? Naja, nicht. Gerade mal 10:30. Servi bei eBay beachten. Später.